Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu dieser weiteren Folge nach langem Wirbels wildem Wochenüberblick. Ich muss echt mal schauen, dass ich das wieder häufiger bringe. Und wenn ich so ein bisschen darüber erzähle, was die letzte Woche in dem Kanal so abging, einfach, dass der Name wieder passt, ne? Aber andererseits, kann ich jetzt einfach mal so auch über die letzten Wochen reden und das passt ja auch wieder. Ich weiß jetzt nicht, ob das Format hier jemand vermisst hat, aber ich erzähle es einfach so ein bisschen. Und wie ihr vielleicht schon hier an diesen ersten Vorworten merkt, ich habe ein neues Mikro. Ich habe ein neues Mikro. Jetzt das neue Jahr startet auch direkt mal mit einem neuen Mikro. Wie kam es dazu? Wie kam es dazu? Ganz einfach. Ich habe ja zu Weihnachten jetzt diverse Dinge geschenkt bekommen, eben auch Gutscheine. Und da waren eben auch zweimal hier so ein Wunschgutschein dabei. Einmal von meiner Schwester und einmal quasi als Weihnachtsaufmerksamkeit vom Geschäft, wenn man so es so nennen will. Ich weiß jetzt nicht, was da so der offizielle Begriff für ist, aber kennt man ja, dass es sowas mal gibt. Und dementsprechend habe ich mir gedacht, okay, eigentlich sind diese Wunschgutscheine wohl nicht kombinierbar, aber bei Amazon kann man sie als Guthaben hinzufügen. Und nach 7 Jahren, die ich mit dem Blue Yeti aufgenommen habe, das ich vorher hatte, ist jetzt mal ein Upgrade drin. Und bei meinen Testaufnahmen vorher bin ich eigentlich ganz zufrieden. Ich musste mich da erstmal rantasten, weil ihr müsst wissen, das ist jetzt nicht mehr einfach nur ein Mikro, sondern es ist ein Mikro, das... Das ist ein Mikro, das eben über ein Mischpult angeschlossen wird. Und Mischpulten habe ich noch gar keine Erfahrungen. Da könnt ihr mir und dürft ihr mir, wäre ich euch auch sehr dankbar, gerne Feedback in den Kommentaren da lassen zu diesem Mikro. Grund dafür ist eben, dass mein bisheriges Mikro, mein Blue Yeti, etwas arg empfindlich ist für Nebengeräusche. Also da hast du meine Tastatur, hat man da gehört, wie bekloppt, und teilweise auch Gamepad-Eingaben. Zudem hat es ein ziemlich merkbares Grundrauschen, was wohl, ja, ich habe mich da dann wirklich ein paar Tage noch, also 1-2 Tage wirklich dann ziemlich informiert Richtung Mikros, was es da so gibt und so weiter und so fort. Grundrauschen ist wohl gar nicht so ungewöhnlich, aber es gibt welche mit lauterem und welche mit leiserem Grundrauschen. Und bei dem hier habe ich jetzt quasi, also wirklich die Aufnahmespur ist quasi, da ist nichts, wenn ich nichts sage. Das ist halt sehr schön. Und von Tastatur und Gamepad hört man jetzt auch nichts wirklich. Gerade bei der Tastatur ist sehr cool, weil ihr müsst wissen, ich habe ja eine mechanische Tastatur hier und mechanische Tastaturen sind sowieso relativ laut. Und deswegen, also bislang bin ich wirklich sehr zufrieden mit dem Rode Procaster, ist das, was ich jetzt hier habe. Und würde auf jeden Fall sagen, definitiv sein Geld wert. Versteht mich nicht falsch, das Blue Yeti war auch nicht schlecht, aber es war halt, es hatte so seine Problematiken, sag ich mal. Und ja, also wirklich gerne Feedback da lassen, würde mich sehr interessieren, was ihr so für einen Ersteindruck jetzt hier habt. Und ansonsten eben, hoppala, Koch hatte mir doch noch Themen bereitgelegt. Was waren das noch? Lasst mich mal überlegen. Hoppala. Ja, dann fahren wir halt über den Sand. Was war denn das noch? Ich hatte doch noch ein Thema. Zur Not werde ich da kurz pausieren und dann in der im nächsten Rennen hier wieder für euch da sein mit einem Thema. Aber jetzt wollen wir erstmal hier das Rennen beenden. Ach ja, was das Mikro auch nochmal aufnimmt, ist, ich habe manchmal so ein komisches, ich sag mal, Halsgrummeln, das Yeti auch mit aufgenommen hat. Das hat auch dafür gesorgt, dass ich in letzter Zeit, als jemand hier mein altes Vampire Stone 2 Let's Play geschaut hat, ist ihm an einer Stelle, wo es ziemlich unpassend war, ein Magenkrummeln von mir, ich vermute, dass es die, oder was heißt Magenkrummeln, ein Halsgrummeln von mir wohl aufgefallen.
was sich fast so wie so ein tiefes Ja oder so angehört hat, gerade an der Stelle, wo es ziemlich brutal war und ich so meinte von wegen, ja, hier, dieses brutale, splatterartige ist ja auch typisch Vampire Stone. Und dann kam eben dieses Grummeln, was wie so ein tiefes, dumpfes Ja klang. Okay. Bin ich jetzt Creep-Kanal oder wie? Keine Ahnung. Ich bin gleich wieder für euch da. Ich muss mir nur kurz nochmal den Kopf ins Gedächtnis rufen, worüber ich jetzt hier noch mit euch quatschen wollte. Und dann bin ich gleich wieder da. Wir sehen uns also, wie gesagt, gleich. Ja, genau. Hier sind wir jetzt also wieder bei Borsas Festung und mir ist da noch was eingefallen. Etwas, was ich jetzt hier in letzter Zeit, in den letzten Feiertagen so festgestellt habe und für mich auf jeden Fall mitnehme als persönliche Entwicklung für mich. Sag ich mal, oh, was zum Geier war das für ein Leck? Was ist denn jetzt kaputt? Hallo? Also das ist, es hat jetzt nicht bei euch geleckt, das war bei mir. Also keine Ahnung, ob jetzt irgendwie meine Capture-Karte gerade Schmuck gemacht hat, aber mein OBS sagt mir keine verworfenen Frames durch Renderverzögerungen. Also gehe ich mal davon aus, dass es entweder die Capture-Card war oder die Switch. Aber na gut, besinnen wir uns wieder. Was mir auf jeden Fall hier... Tja, was ist das denn? Was mir auf jeden Fall hier aufgefallen ist durch die Feiertage jetzt, ist, dass ich überraschenderweise von so manchen Leuten, wo ich es nicht erwartet hatte, angeschrieben wurde und hier frohe Weihnachten oder frohe guten Rutsch und so weiter und so fort. Und das ist etwas, was ich auf jeden Fall für mich mitgenommen habe, dass ich auch bisschen mehr aus mir rauskommen muss und sage ich mal auch von mir auch häufig mal einfach auf Leute zugehen muss und von mir aus mal auch mal irgendwie mal was schreiben muss und so weiter und so fort. Einfach quasi Zeichen setzen, ey, ich habe selbst wenn man nicht viel zu erzählen hat gerade oder so, einfach so ein bisschen Zeichen setzen, sich erkundigen, wie geht's dir gerade so und gibt irgendwie was Neues oder wie auch immer. Und einfach quasi so ein bisschen die Kontakte pflegen. Da war ich nicht so der Beste, da habe ich auch letztes Jahr in einem der Streams mal so ein bisschen einen Einlauf kassiert, sag ich mal, zu Recht, gebe ich offen und ehrlich hinzu. Und hier zu den Feiertagen ist es mir nochmal deutlicher bewusst geworden, auch weil es eben, es ist so eine kleine Geste eigentlich, eine kleine Geste, die jeder machen kann, über die man sich einfach freut, wenn man merkt, okay, da denkt jemand an dich. Und Das ist mir da wirklich in diesen Zusammenhängen ziemlich bewusst geworden. Und es ist auch sowas, wo ich jetzt auf jeden Fall an mir arbeiten möchte. Und ja, ansonsten habe ich noch mein Aufnahmesetup ein wenig angepasst und wer in den letzten Streams dabei war, in den letzten beiden hatte ich es glaube ich sogar schon, oder nur im letzten, keine Ahnung, auf jeden Fall im letzten hatte ich, dem ist vielleicht aufgefallen, dass ich einen kleinen netten Effekt in meine Streaming-Layout eingebaut habe. Und zwar den Wirbelsturm, den man von Anfang meiner Videos kennt, den habe ich jetzt eben auch in meinem Streaming-Layout. Ich habe ja am Anfang von meinen Streams immer so ein bisschen Musikuntermalung und gleich geht's los und pipapo. Einfach, dass sich die Leute schon mal ein bisschen sammeln können, bevor der Stream dann richtig losgeht. Und wenn ich jetzt die Szene eben dann wechsle auf die eigentliche Streaming-Szene, dann ist da jetzt eben auch ein Wirbel, wie man ihn von den Anfang meiner Videos kennt. Und die Batterieleistung lässt nach. Danke für die Info. Oh wow, die Batterieleistung lässt auch nach. Okay, danke, dass du mir hier jetzt zweimal unnötig das Gameplay so dermaßen verdeckst. Das hättest du gerne auch bis am Ende von den Runden warten können, aber na gut.
Gut, auf jeden Fall, genau. Da habe ich jetzt eben so einen kleinen Wirbel eingebaut. Und ansonsten habe ich auch, ja, ich weiß nicht, wer von euch mein Among Us-Video gesehen hat, wo mir die Technik einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Zwei Tage davor ging noch alles wunderbar. Und an dem Tag, wo wir die Among Us-Aufnahme machen wollten und ich eben nicht vorher alles nochmal durchgecheckt hatte, was ich glaube, die wenigsten werden vor jeder einzelnen Aufnahme ihre Technik durchchecken, sondern halt ja, hin und wieder mal. Und ja, plötzlich hatte es mir, vor allem nicht, wenn du zwei Tage vorher noch aufgenommen hast, es hat alles geklappt und du hast nichts verstellt, also keine Ahnung. Vor allem halt, aber es hatte mir auf jeden Fall halt in dieser Aufnahme, ja, mein Audio komplett zerschossen. Sowohl der Spielsound hat auch hat gefehlt, als auch der Sound der teilnehmenden Spieler. Und ja, da habe ich jetzt nochmal ein bisschen meine Technik überarbeitet. Die virtuellen Audio-Kabel, die ich in Verwendung hatte, durch ein anderes virtuelles Audio-Kabel-Produkt ausgetauscht, das ich auch früher schon mal verwendet hatte und mit dem ich keine schlechten Erfahrungen hatte. Und das ich eigentlich nur noch mal genutzt hatte, weil ich den Download nicht mehr gefunden hatte, weder in meinen E-Mails noch auf der Seite oder so. Und jetzt habe ich dann halt lieber in den sauren Apfel gebissen und da halt nochmal, ja, ein bisschen Geld da gelassen. Die Software ist gut gemacht, die haben es verdient. Und ich habe damals wirklich nicht viel dafür gezahlt, weil Donation war, du konntest dir den Preis aussuchen. Und ich war mir damals noch relativ unklar und habe einen sehr, sehr geringen Preis gezahlt. Also, das ist schon okay. Ja, ist das schon okay. Und ja, dementsprechend sollte das jetzt hoffentlich nicht mehr vorkommen. Aber wir schauen uns jetzt die Ergebnisse mal an. Und dann kann ich gleich hier den Wirbeleffekt zeigen, den ich jetzt in meinem Layout drin habe. In dem Streaming-Layout-Bereich. Aber wir schauen uns erstmal hier die Siegerehrung an. Und ja. Ich glaube, erste dürfte ich zwar sein, aber natürlich keine drei Sterne, leider. Aber na gut. Ja, die Regenbogenstrecke, die hat es mir vermiest. Sogar bei den Dünen erster gewesen. Dabei mag ich diese Strecke überhaupt nicht. Ich hasse sie sogar, so weit würde ich sogar fast gehen. Aber na gut. Dilililililililil. 2000 Münzen, ein neues Fahrzeugteil. Das schauen wir uns auch gleich an. Bam, 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 bam. Ja, gut, hier währenddessen kann ich ja eigentlich einfach mal umschalten. Zack. Auf mein Gleich geht's los. Nicht wundern, der Titel, der da gerade steht, der stimmt jetzt nicht. Und das Widget, das muss ich vorher aus irgendeinem Grund immer nochmal den Zeitencache refreshen, damit es wieder funktioniert, das ist die Datum-Uhrzeit-Funktion hier. Während sie hier irgendwie funktioniert. Und ja, dann habe ich natürlich noch hier, falls es mal ein längeres Stream werden sollte, fast denselben Screen, nur halt mit gleich geht's weiter statt gleich geht's los. Hier, zack. Aber ihr seht, es funktioniert. Gehen wir wieder zurück auf das Konsolen-Layout. Und ja, dann würde ich sagen, ich breche das Ganze hier mal ab. Okay, cool. Und wir schauen uns noch kurz das Fahrzeugteil an. Und dann entlasse ich auch euch auch schon für dieses Video, für das erste Video in diesem Jahr. Das vielleicht sogar schon morgen am 2. Mal schauen, wie ich das Ganze handhaben werde. Aber wir schauen uns auf jeden Fall schon mal hier Fahrzeugteil an. Und, oh, ein Kart. Flammenbike. Ja, ja. Kann man schon mal mocken. Wo ist jetzt die Bärchenbolide? Ja. Okay. Aber gut. Wie gesagt, ich würde sagen, dann war es das jetzt für diesen Part. Danke sehr fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß an dem Part. Ja, doch, kann man schon sagen. Ist ja eigentlich schon ein Format. Und würde mich über einen Kommentar oder eine Bewertung sehr freuen. Und ja, wenn wir uns auch bei einem anderen Video wiedersehen. Bis dann, macht's gut und ich hoffe, ihr seid alle gut in 2021 gerutscht. Und ja. Haltet die Ohren steif, bleibt gesund und ciao, ciao.